Die Eisbären-Fans feierten Konstantin Braun, sein erster Heimauftritt nach langer Erkrankung. Und es kam direkt zum Bruderduell gegen Laurin. Der ist nach Ingolstadt gewechselt und bekam vor zwei Wochen eine richtige Klatsche. Denn in dieser Partie gab es ein 6:1 für die Eisbären. Ingolstadt unter dem Strich, Platz 11 vor der Partie in Weiß, begann direkt mutig. Und Uwe Krupps Mannschaft fand zuletzt immer einen Weg, die engen Spiele zu gewinnen. Überzahl für den siebenfachen deutschen Meister Petersen und klasse Reflex von Jochen Reimer. Der machte ein extrem gutes Spiel. Ingolstadt, das Trainer von Larry Mitchell, der seit Anfang November an der Bande steht, zuletzt mit wechselhaften Ergebnissen. Und dann wurde die Partie deutlich härter. Fouls, wüste Keilereien. Man merkte gerade den Ingolstädtern den Druck an. Das hatte schon was vom Playoff-Charakter. Und McNeil immer mittendrin, der schützte seine Kameraden. Dann haben wir Überzahl für Ingolstadt. Olsen fällt schnapp, aber der junge Marvin Küpper und dann mit viel Glück das Ganze gerettet. Vor fast ausverkauftem Haus. Berlin ja im Moment das heißeste Team der Liga. Und Ingolstadt wollte sich rehabilitieren für die 3:6 Blamage gegen Straubing zu Hause. Und das gelang. Friesen im Nachsetzen. Eine artistische Luftnummer. Bei einer Drangphase der Eisbären plötzlich frei und dann in der Luft unglücklich noch abgefälscht vom jungen Küpper, der ansonsten ein richtig gutes Spiel machte. Sein 9. Saisoneinsatz. Ein guter Vertreter für BH. Die Eisbären erhöhten die Schlagzahl und keine 30 Sekunden später die Antwort. Aubrey, und wenn Sie mal wissen wollen, was eine Energieeinzelleistung ist, dann ist hier die Antwort. Durchgetankt durch die ganze Abwehr, Reimer, und auch das aus der Luft. Es war das Spiel der kuriosen Treffer. Insgesamt ein seltsames Spiel, unheimlich hohes Tempo, viele Torszenen, aber ohne die ganz großen Gelegenheiten. Nübels hatte nochmal eine große Chance. Auch das wieder eine Volley-Abnahme. Und dann gab es die Beratung für die Overtime. Denn es ging weiter mit 3:3. Und dann eine relativ überflüssige Aktion von Mulianat. Und 4 Eisbären gegen 3 Panther. Und das sind Situationen, wie sie die großen Spieler der Eisbären lieben. Micky Dupont, ein Mann, der für solche Situationen geboren wurde, mit dem letztlich verdienten Siegtreffer nach hartem Fight. Ingolstadt verdient sich einen Punkt. Die Eisbären bleiben das heißeste Team der Liga. Micky Dupont, der Matchwinner. They're under pressure. They've lost a lot of games recently. Ja, die waren schon richtig unter Druck gegen Ingolstädter. Haben sich viel besser präsentiert als vor zwei Wochen. Ja, die haben ein gutes Spiel gemacht, aber wir finden im Moment halt einen Weg, diese engen Spiele zu gewinnen. Ja, wenn man in Berlin 2 Sätze lang 0:0 spielt, am Ende des Spiels 2:1 ausgeht, dann glaube ich, haben wir defensiv alles richtig gemacht. Ja, und wenn die Dinger nicht reinfallen, fallen sie rein. Das kann man nicht ändern. Für Ingolstadt ist es im Moment eine harte Phase. Man bleibt unter dem Strich. Und der 88, Jay